Herzlich willkommen zu einem weiteren Video unserer kleinen Reihe zu Grundlagen des Wissensmanagements. In diesem Video geht es darum, wie das richtige Maßnahmenportfolio definiert werden kann. Wie also aus einer schier unüberschaubaren Fülle an Werkzeugen und Methoden die richtigen, die passenden Maßnahmen für das eigene Wissensmanagement ausgewählt werden können. Ja, was sind die richtigen Tools für uns, für unser Wissensmanagement, für unsere Organisation? Im Rahmen einer Wissensmanagement-Strategie sollte vor einer Maßnahmenauswahl die Definition von konkreten, möglichst messbaren, möglichst smarten Zielen für das Wissensmanagement stehen. Also die Klärung, wozu Wissensmanagement überhaupt implementiert werden soll. Demgegenüber stehen identifizierte Handlungsfelder. Diese leiten sich ab aus einer Analyse der Stärken und Schwächen der Organisation hinsichtlich des Umgangs mit Wissen. Das Maßnahmenportfolio soll nun die Lücke zwischen diesen identifizierten Handlungsfeldern, also den Handlungsfeldern, bei denen Schwächen festgestellt wurden, zu den Zielen des Wissensmanagements überbrücken. Erster Betrachtungspunkt also, was taugt zur Erreichung unserer Wissensmanagement-Ziele, was adressiert adäquat die identifizierten Handlungsfelder? Doch diese beiden Kernfragen reichen noch nicht aus. In einem nächsten Schritt müssen auch die zur Verfügung stehenden Ressourcen betrachtet werden. Wie viel finanzielle Ressourcen haben wir zur Verfügung? Wie viel Geld können wir also in die Hand nehmen, um gegebenenfalls zum Beispiel ein IT-Werkzeug einzuführen? Ressourcen aber auch hinsichtlich dessen, was schon da ist. Das sind ja auch Ressourcen für das Wissensmanagement. Wo gibt es in der Unternehmung schon Werkzeuge oder Methoden, die vielleicht nur in einem Bereich bisher ihren Nutzen entfalten und die auf die Gesamtorganisation ausgerollt werden könnten oder die einen sehr spezifischen Anwendungsfall adressieren und für weitere Anwendungsfälle geöffnet werden könnten oder die mehr schlecht als recht funktionieren und durch kleine Anpassungen weiterentwickelt im Sinne des Wissensmanagements verbessert werden können. Womöglich empfiehlt es sich, an diese Ressourcen, also an die Dinge, die in der Unternehmung schon da sind, anzuschließen, anstatt neue Methoden, neue Werkzeuge einzuführen. Eine weitere Fragestellung im Auswahlprozess ist die nach der spezifischen Reife der Organisation. Was ist darunter zu verstehen? Nun, zum einen Reife hinsichtlich der Infrastruktur. Das einfachste Beispiel wäre die technologische Infrastruktur. Also passt ein IT-Werkzeug, an das wir im Rahmen des Wissensmanagements denken, überhaupt in die IT-Infrastruktur, wie sie Stand heute im Unternehmen vorhanden ist. Infrastruktur aber durchaus auch breiter gedacht, hinsichtlich ganz bestimmter baulicher Gegebenheiten zum Beispiel. Dann, wie reif ist die Organisation hinsichtlich ihrer Strukturen und Prozesse? Gibt es beispielsweise ein definiertes Projektmanagement, an das man mit einem Lessons-Learned-Prozess wunderbar anschließen könnte, oder fehlt schon dieses definierte Projektmanagement? Gibt es bestimmte Strukturen in der Organisation, die förderlich sind für das Wissensmanagement? Zum Beispiel eine Personalentwicklungsabteilung, die mit bestimmten Maßnahmen der Personalentwicklung des Kompetenzmanagements wunderbar anschlussfähig ist für Maßnahmen des Wissensmanagements. Und schließlich auch die Reife hinsichtlich der Organisationskultur. Bleiben wir beim Beispiel Lessons Learned. Bei Lessons Learned kommt es darauf an, offen, konstruktiv, auch über Fehler und Misserfolge zu berichten, sich dazu auszutauschen. Ist unsere Kultur so, dass sie diese Offenheit ermöglicht? Also passt die angedachte Maßnahme tatsächlich in unsere Kultur?
All das sind Fragestellungen, die uns leiten können aus einer vielleicht Fülle an Ideen, die im Rahmen des Wissensmanagement-Strategieentwicklungsprozesses entstehen, diejenigen auszuwählen, die tatsächlich passend sind. Das sind nicht immer unbedingt die, ich sag's mal auf Englisch, highly sophisticated Werkzeuge, also das Nonplusultra der aktuellen Entwicklung, weil diese vielleicht das Unternehmen in seiner spezifischen Reife überfordern würden oder ganz schlicht auch zur Verfügung stehende Ressourcen, sei es finanziell oder personell, überstrapazieren würden. Also vielleicht muss der Wissensmanager mit einer Träne im Auge auch etwas bodenständigere Dinge in einem ersten Schritt einzuführen, um dann aber gegebenenfalls damit auch den Boden zu bereiten für dann etwas innovativere, etwas fortgeschrittenere Maßnahmen. Ja, auch das kann ähnlich wie die Zieldefinition, ähnlich wie die Ist-Analyse und die Identifikation der Handlungsfelder ganz wunderbar in einem interdisziplinären Workshop in der Organisation stattfinden. Interdisziplinär meint hier immer eine repräsentative Mischung von Mitarbeitern des Unternehmens aus unterschiedlichsten Bereichen, aus unterschiedlichsten Hierarchiestufen und mit unterschiedlichsten Verweildauern. Die Fragen, die hier für jede Maßnahmenidee zu beantworten wäre, wäre, welchen Beitrag leistet diese potenzielle Maßnahme zur Zielerreichung? Welchem der Wissensmanagement-Ziele wäre sie überhaupt zuzuordnen? Welches Nutzenpotenzial wird in dieser Maßnahme gesehen? Wie groß wäre der Aufwand, personell oder auch finanziell? Gibt es Risiken, die schon jetzt sich abzeichnen? Oder erweist sich diese Maßnahme gar als Quick-Win? Das heißt, hoher Beitrag zur Zielerreichung, hohes Nutzenpotenzial bei gleichzeitig wenig Aufwand und keinen oder nur so sehr geringen oder gut kontrollierbaren Risiken. Das muss nun in einer solchen Situation nicht auf Euro und Cent heruntergebrochen werden, sondern Sie sehen es in diesem Screenshot aus einem konkreten Beispiel. Das kann über Plus und Minus, über lachende und weinende Smileys einfach mal sehr schnell aus der subjektiven Wahrnehmung der Workshop-Teilnehmer heraus erhoben werden. An dieser Stelle vielleicht auch ganz kurz Auswahlkriterien für ein Pilotprojekt, denn wenn das Maßnahmenportfolio einmal umrissen ist, so gilt es ja im nächsten Schritt zu entscheiden, womit fangen wir denn an? Und das ist in der Regel oder es empfiehlt sich, mit einem Pilotprojekt zu starten. Und dieses Pilotprojekt sollte durchaus ein echtes Problem adressieren, einen echten Leidensdruck, denn nur dann kann seine Realisierung einen echten Nutzen generieren und dann im Hinblick auf die weitere Akzeptanz des Themas taugen als Erfolgsstory für das Wissensmanagement. Da es ein Pilotprojekt ist, sollte natürlich der Aufwand durchaus überschaubar und gut planbar sein. Es sollte beeinflussbare Rahmenbedingungen geben, damit während der Umsetzung des Pilotprojektes nicht unvorhergesehene Dinge, entweder das Budget oder die Ressourcensituation oder die Zeitplanung, über Gebühr strapazieren. Eine Daumenregel ist, dass ein solches Pilotprojekt eine wahrnehmbare Wirkung nach maximal 6 Monaten entfalten sollte. Sie müssen sich vorstellen, Sie haben Ihre gesamte Organisation aufgeweckt in Sachen Wissensmanagement. Sie haben vielleicht im Rahmen eines Wissensmanagement-Audits eine breite Öffentlichkeit in der Organisation zu dem Thema befragt. Sie haben Feedback abgeholt, Ideen abgeholt. Sie haben gemeinsam an der Entwicklung von Zielen gearbeitet. Das heißt, die Mitarbeiter sind jetzt wach, sind ein Stück weit bereit für dieses Thema Wissensmanagement. Ja, und dann passiert nichts mehr. Nichts schlimmer als das. Das heißt, 6 Monate ist tatsächlich der längste Zeitraum und selbst während dieser 6 Monate ist meine Empfehlung, sollten Sie regelmäßig berichten, was sich denn nun im Wissensmanagement-Projekt aktuell gerade tut und wann mit ersten Veränderungen, mit ersten Werkzeugen oder Maßnahmen zu rechnen ist.
Diese Wirkung sollte dergestalt sein, dass sie damit eine Management-Awareness erzielen. Also dass auch die Führungskräfte bis hin zu der Top-Führungsebene aufmerken, feststellen, da ist etwas anders, da ist etwas besser, als es vorher war. Es geht also um einen spürbaren und damit auch kommunizierbaren Erfolg. Ich hatte ja schon gesagt, das Pilotprojekt ist nicht nur dazu da, dass Sie sich im Wissensmanagement versuchen, dass Sie schauen, ob Ihr Maßnahmenportfolio in die richtige Richtung geht, sondern es ist auch eine wunderbare Erfolgsstory dann für die weitere Kommunikation, für das Marketing, das Change Management zum Thema Wissensmanagement. Ja, kontrollierbare Risiken, ähnlich wie die beeinflussbaren Rahmenbedingungen. Und zu kontrollierbaren Risiken gehören natürlich auch die Friendly Stakeholder. Das heißt, wenn Ihr Pilotprojekt vorsieht, eine bestimmte Maßnahme vielleicht erst in einem bestimmten Bereich auszurollen, suchen Sie sich vielleicht nicht gerade den Bereich aus, wo die größten Kritiker, die größten Bremser in Sachen Veränderung und Wissensmanagement zu Hause sind. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.